Und weil wir gerade schon bei Easter Eggs waren, gibt es jetzt noch ein kleines Easter Egg, was wahrscheinlich nicht in jedem LP vorkommt. Hi, meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Ich wollte wieder Woolly World sagen. Wir werden heute die Octodocs vervollständigen, ne? Wir müssen ja immer noch ein bisschen Backtracking, Backtraining betreiben. Und der Roboter will den Blooper. Und den finden wir wohl in diesem Level auf der Rückseite. Ich werde meine Augen und Ohren offen halten. Let's go, guys! Da ist er, Friends. Ganz, ganz groß. Ich bin aber ehrlich, ich bin schon im zweiten Durchlauf. Beim ersten Mal habe ich ihn nicht gesehen. Schande über mich. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier auch die Hundemission noch gar nicht gemacht haben. Wir haben sie zwar am Piratenpier gemacht, aber nicht hier im Vielfisch-Aquarium. So, ich hoffe, du bist damit auf jeden Fall schon mal zufrieden. Ja, Mann, jetzt bin ich übel happy. Sehr schön, mein Freund. So muss das natürlich sein. So, er hat noch eine Bitte. Jetzt braucht er das Dampfboot. Und das gibt es wahrscheinlich hier drüben. Wisst ihr was? Wir machen erst die Souvenirjagd. Oh, ich hab's schon, Friends. Ich habe es schon. Und zwar hier hinten. Hinter den Felsen. Ich muss nur noch schauen, wie ich hier am besten hinkomme. Aber das müsste, glaube ich, das gewünschte Dampfboot sein. So sieht's aus. Sehr schön. Aber ich mag es, wenn diese Souvenirs immer ganz am Anfang vom Level sind. Da muss man ja nicht ewig durchlaufen und immer so übelst aufmerksam. Wo ist es? Wo ist es? Und dann hat man immer Angst, dass man es irgendwie verpasst hat. Nee, nee. Da ist es. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, jeweils zwei oder drei Sachen auf der Vorderseite. Nein, jetzt immer noch nicht happy. Er braucht noch 5 Streifenfische. Aber auch die kann ich ihm liefern. Ich habe die schon mal ganz grob irgendwo gesehen. Viel zu tun, aber Leute, wir machen das alles für die 100%. Ihr kennt mich. So, hier hinten haben wir Nummer 1. Holy shit, die sind ganz schön klein. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Da ist Nummer 2. Hinter diesen Blöcken, ne? Und hier ist übrigens, sehe ich auch gerade, seht ihr das? Hier ist einfach ein Dreieck eingraviert. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber hier ist ein Dreieck. So, da hinten hängen auch ganz, ganz viele Fische am Baum. Und da ist auch unsere Nummer 3. Nummer 4 sehe ich auch schon. Dafür muss ich einmal hier unten durch. Und der befindet sich dann hier unter den Cooper. Und Nummer 5 ist hier hinten am Baum. So viele Souvenirs. Und die Hunde warten auch noch. Also es kann sich wirklich niemand beschweren, der hätte hier in diesem Spiel nicht genug zu tun. So, lieber Roboter, bist du happy? Ich meine, wir haben schon 71 Münzen. Oh, lol. Und die Münzen, 71 Blumen. Und die Münzen, die wir haben, sind einfach mein Geburtsdatum, 1997. Beste Leben. So, jetzt noch kurz die Hunde holen. Und dann sollten wir auch hier in dieser Welt die fette Animation bekommen, dass wir alles haben. Zumindest hoffe ich das. So, der erste Dog ist da oben unterwegs. Der ist hier gerade langgelaufen, ne? Da hinten im Hintergrund ist er. Der flüchtet erstmal ein bisschen vor uns und sagt sich so, boah, nee, von dir lasse ich mich auf keinen Fall einsammeln, nee. Aber dann chillt er da oben. Und, oh, ich muss von hier vorne werfen, weil ich ihn nicht über den Zaun werfen kann. So, komm her, mein Freund. Wunderbar. Nummer 2 hört man hier auch schon. Hier brauche ich einen Cooper. Oh, das ist gar nicht gut. Kann ich das auch mit Eiern kaputt machen? Ja, kann ich. Und ich habe ja einen Poochie. Okay, dann kann ich mich hier tatsächlich durchböllern. Und vor allem mit den Poochies habe ich ja sowieso genügend Munition. Die kommen immer wieder mit zurück und ich kann sie trotzdem wie die Eier werfen, ne? Alles klar. Ist der... Da läuft er. Da hüpft er. Da läuft er wieder lang. Wie soll ich den denn erwischen? Moment, er kommt da wieder raus. Ja, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was die Zeitbegrenzung ist, aber ich habe das ganz böse Gefühl, dass ich es nicht schaffe. 3,43. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh mein Gott, ich darf es nochmal machen. Holy shit. Holy shit. Okay. 3,30. Ja, ich habe mir bei dem letzten zu viel Zeit gelassen. Ich habe mir beim letzten zu viel Zeit gelassen. Lol.
Ich muss den gar nicht abwerfen. Der kommt einfach mit vorgelaufen und muss den quasi einfach nur eine Zeit lang verfolgen im Hintergrund und dann kommt der mit. Ich hab's mir ja so schwer gemacht. Und jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Da ist auch der Big Doggo. Und er bringt die große Blume mit und damit sollten wir auch die Octodogs jetzt zu 100% abgeschlossen haben. Und ich hoffe, wir bekommen auch die wunderschöne Overworld-Animation. Ja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall schon mal hier wieder die gezeichnete Blume. Und jetzt sollten wir auch alles haben, oder? Bitte gibt's mir. Ich liebe diese Animation. Ja! Yes! Friends, guckt euch die ganzen schönen Blumen an! Hurra, alle Grinseblumen in Octodogs gefunden. Nice! Es geht voran, meine lieben Freunde. So, wir gehen jetzt aber erstmal zurück. Hier machen wir Backtracking irgendwann anders. Zuvor wähle ich natürlich noch einen anderen Yoshi aus. Ich versuche ja doch immer mal wieder einen anderen zu nehmen. Jetzt nicht in jedem Part, aber da doch immer dran zu denken. Und wenn wir das tun, kann ich euch auch das heutige Fanart einblenden. Und das ist schon wieder so was schön gebasteltes. Und zwar, Moment, bei den roten hatten wir schon. Den roten hatten wir schon, oder? Hatten wir ihn schon? Egal, er hat noch kein Outfit an. Dann nehmen wir nochmal den roten und ziehen ihm ein Outfit an. Ja, das Fanart heute kommt vom lieben Toni und auch er hat wieder was gebastelt, beziehungsweise gemalt auf verschiedenen Unterlagen mit verschiedenen coolen Dingen. Er hat nämlich, ne, ihr seht das jetzt hier an der Stelle, er hat quasi einen Yoshi auf Stoff gemalt, dann Hübis Crafted World auf Pappe und auch mit Pappe das Ganze gemacht, das Hübi quasi gestaltet und dann unten nochmal so eine wunderschöne Blume in so einem Glitzerstift-Gelee-Zeug gemalt. Auf jeden Fall super cool. Er hat richtig toll dieses Bastel-Theme aufgegriffen. Und ja, vielen, vielen Dank für die Kreativität. Ich kann nicht sagen, alle anderen Fanarts, die auch reinkommen, sind teilweise so kreativ. Ich danke euch für eure, ja, für eure Mithilfe, dieses Projekt so besonders zu machen. Wir gehen jetzt zur Zugreise mit Pfiff in der Pappkartonkuppe. Und wir haben hier 6 Blumen, die wir sammeln müssen. 6 Grinseblumen. Mal schauen. Zugreise mit Pfiff klingt für mich irgendwie wie eine Art Scrolling-Level, dass ich jetzt auf einem Zug stehe und quasi hier innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits hier irgendwas erreichen muss. Aber wir schauen mal. Wir schauen. Aua, die hüpfen jetzt. Die Säcke. Wir schauen einfach mal, was abgeht. Warum hüpft ihr so? So, also. Jetzt geht's auf den Zug drauf. Und es kann jetzt halt tatsächlich sein, dass ich hier aufpassen muss. Ne? Dass ich hier jetzt immer nur eine Chance habe, mir was zu saven, ne? Und da waren direkt schon mal die ersten 2 roten Coins. Und es ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich muss jetzt hier einfach tierisch aufpassen. Und ich werde das nicht im First Try schaffen. Das weiß ich schon. Oh, der landet hier. Das war gar nicht so gewollt. Ah, die landen alle. Die landen alle auf dem Zug. Okay, ich glaube, ich muss die gar nicht abwerfen. Hey, wie soll man denn da alles hinbekommen? Das ist wie so, fast wie so ein Achterbahn-Level aus Mario World. Da hinten sind Karamellblocks. Richtig geil. Er sagt, ich habe Mario World wie ein Achterbahn-Level aus New Super Mario Bros. Das habe ich gemeint. Okay, ich gehe erstmal hier rüber. Das sieht mir. Ja, wollte gerade sagen, das war. Oh, das war obvious. Oh, wir bekommen 4 Red Coins dafür. Bringt sich das Schild da hinten abzuwerfen? Nein, okay, das sah so prominent aus. Ich dachte, das bringt mir vielleicht was. Gut. Ich habe zwar keine Eier mehr. Ich habe keine Eier. Aber der Zug fährt, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich glaube, ich muss hier erst irgendwas freischalten, ne? Ey, wie die hüpfen, ne? Aber das Level ist schon wieder geil. Das Theme, das Level-Theme, das meine ich. Das ist schon wieder verdammt cool. So, und ich werde mal meine Eier hier aufladen. Da hinten ist übrigens, glaube ich, das Schienenteil, was ich brauche, um weiterzukommen. Das werde ich mir direkt mal. Aua! Das werde ich mir direkt mal snacken, ne? Oh, ich brauche 3 von denen, okay. Und da machen wir jetzt auch mal diese Challenge hier. Ich muss die richtige erwischen. Das ist die hier oben. Okay, geile Sache. War auch die 2. Dementsprechend erstmal alles gefunden, was ich brauche. Ey, wie die alle hüpfen, ne? Aber ich kann das kaputt machen, sehe ich gerade. Moment mal. Aua, die haben mich schon wieder erwischt. Ich raste hier noch aus. Ich mache hier mal alles kaputt. Ich glaube, das kann mir. Ich glaube, das kann mir nur helfen, ne? Ich glaube, ich kann ja auch beide Blöcke gleichzeitig erwischen. Ja, da war sogar das 2. Teil, was ich gebraucht habe. So, aber sonst ist hier nichts mehr. Und hier bekommen wir nochmal Herzen und sind damit auch schon full life. Schöne Sache. So muss das. Jetzt brauche ich noch ein Zugteil, wo auch immer ich das herbekomme. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier geradeaus rüberlaufe. Aber wie gesagt, das Level gefällt mir schon wieder richtig, richtig gut. Ich hatte erst Angst, dass das so ein Level ist, wo man nur auf dem Zug unterwegs ist. Aber dem ist nicht so. Ah,
Okay. Und hier bekomme ich sogar das Zugteil, was ich brauche. Das Gleisteil. Zack. Zack. Und zack. Aufgebaut. Fast wie in Minecraft irgendwie. Ich weiß nicht. Ich liebe es, wenn man hier immer was zusammenbauen kann. Gut, und dann reisen wir weiter. Hier beim Checkpoint sollte ich jetzt sogar Münzen bekommen, weil ich volle Leben habe. Ja, das haben die gelernt. Nicer Scheiß. Und jetzt muss ich halt aufpassen, ne? Jetzt kann hier wirklich überall was sein. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, hier jede Münze mitzunehmen. Die habe ich auch. Dich futter ich mal. Weil verpasst man hier eine Münze, ist halt Feierabend, ne? Darfst du alles nochmal machen. Und das habe ich nicht vor. 3 Red Coins. Schön, 9 von 20. Die Musik, Leute. Lieb nur ich die? Nochmal 2 Red Coins, sehr gut. Wir sind gut unterwegs. Und die Musik wird auch schneller, je schneller der Zug wird. Grinseblume. 3 von 6. Oh, die Felsen. Die Felsen. So. Da immer schön aufpassen, die zu essen. Ich bin so konzentriert, ne? Ich hab's euch gesagt, dieses Spiel ist teilweise echt überfordernd. Man muss einfach auf so viele Sachen gleichzeitig achten, ne? Und Kommentare will ich ja auch noch irgendwann vorlesen. Aua, ich mach so dummen Scheiß. Ah, aber ich glaube, da war keine Redcoin dabei. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich aufpassen. Da muss ich mich beeilen. Ich nehme erstmal die Coins mit. Und dann auch noch die Grinseblume. Sehr schön. Und ich habe eine Grinseblume verpasst, sehe ich gerade. Das sehe ich einfach jetzt erst. Das sehe ich einfach jetzt erst, dass ich eine verpasst habe. Oh nein. Wo denn? Wo denn? Aufpassen. Ich glaube, ich habe wieder eine Redcoin. Habe ich da eine Redcoin verpasst? Shit. Okay, da war noch was am Start. Hier ist auch die letzte Grinseblume. Und eine Redcoin fehlt mir. Die könnte ich vorhin verpasst haben. Vorhin habe ich nicht alle Münzen mitgenommen. Verdammt. Das ist doch... Das... Ich habe keine Redcoin verpasst. Ich habe keine Redcoin verpasst. Yes. Dann nur eine Grinseblume. Aber ich bin optimistisch, dass wir die finden. Im Hintergrund ist wieder Yoshis Haus. Sehr schön. Oh, I like it. I like it. Coole Sache. Das Level war nice. Ich war anfangs echt ein bisschen skeptisch. Aber das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber, ne, es gibt einfach so viele Sinneseindrücke. Du musst auf so viel achten. Ne? Trotzdem möchte ich jetzt auch noch Kommentare vorlesen, weil wirklich viele gute Kommentare reinkamen, Friends. Und zwar kommt der erste Kommentar vom lieben Megamampfer. Er sagt, dass man, wenn man richtig timet, mit Yoshi unendlich flattern kann. Ja, man kann mit ihm tatsächlich unendlich flattern. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Und damit kann man dann teilweise sich eben auch in der Luft halten an Stellen, wo man dann vielleicht runterfallen würde. Das ist sehr cool. Der liebe King of the Pikmin King, hat geschrieben, dass die Trampoline im letzten Part hier im Minenlevel aus Federn und Flaschenkorken oder Glasflaschendeckeln waren. Das ist mir auch aufgefallen. Fand ich auch eine sehr, sehr freshe Sache. Und warum ist hier eine Null? Warum ist hier eine Null über diesem Automaten? Oh, hier ist was ultra seltenes. Einmalig kostenlos. Okay, das nehme ich mir direkt mit. Sehr nice. Und Yasin hat uns auch noch was geschrieben. So, jetzt muss ich mir erstmal hier, glaube ich, das kostenlose mitnehmen. Und danach kaufen wir einen Automaten leer. Er hat nämlich geschrieben, dass der liebe Schnuffel, naja, eigentlich Pucci heißt. Ich sage auch ab und zu mal Pucci. Das kriegt man spätestens dann mit, wenn man sich die 3DS-Version von Woolly World holt. Weil die heißt nämlich Pucci und Yoshis Woolly World. Und auch im Deutschen. Also auch der deutsche Kunde, ja, lernt Schnuffels englischen Namen. Und ich sag auch irgendwie immer Pucci. Ich weiß nicht, ich finde Pucci irgendwie cooler als Schnuffel. Aber ich werde es wahrscheinlich im Laufe des LPs immer switchen. Mal sage ich Pucci, mal Schnuffel. Aber auch hier wieder was gelernt. So, dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Bonbonschachtel, Minimauser. Okay, ich denke, die kommen dann vor allem noch im Boss-Level vor, ne? Die Büffel kamen jetzt gerade im Zug-Level relativ häufig dran. Die Condor-Box. Der Condor erinnert mich übrigens übelst an Donkey Kong Country Returns. Allgemein gibt es in diesem Spiel sehr, sehr viele Easter Eggs. Ein lila Waggon. Der Minenwagen, den kennen wir auch schon. Den rosa Waggon, ich weiß gar nicht, ob wir die schon kennen, wahrscheinlich schon. Oh, und eine Bastelkatze, das sieht ja sweet aus. Die Katze ziehe ich an. Die Katze gönne ich mir. Die ist ja viel zu cool. I like. Und damit hätten wir auch diesen Glücksspielautomaten, ne?
schon mal leergeräumt. Und auch hier sind wir einen weiteren Schritt voraus. Ne? Alles, was man tut, ist wichtig für die 100%. Man muss in diesem Game alles machen. Und weil wir gerade schon bei Easter Eggs waren, gibt es jetzt noch ein kleines Easter Egg, was wahrscheinlich nicht in jedem LP vorkommt. Und zwar steht hier hinten auf dem Milchkarton Mumu Meadows drauf. Und das ist der Name der Kumu-Weide aus Mario Kart Wii. Und das hat mir der liebe Tom Habrecht geschrieben. Vielen, vielen Dank. Damit hast du uns mit Sicherheit eine exklusive Info gegeben, die man nicht bei jedem anderen YouTuber bekommt. Essen, ja. Fun Fact, Friends. Wenn man sich mit diesem Outfit duckt, dann wird man einfach zur Katze. Oh mein Gott, das ist einfach so sweet. Wir sind einfach eine Katze. Oh, ich habe eine Vermutung, wo die dritte Grinseblume ist. Hier oben? Ja. Ja, bitte, bitte. Ja, da ist sie. Wunderbar. Dann hätten wir das auch ganz, ganz schnell nachgeholt. Da ist sie, die Zeichnung, die ich haben will. Die Zeichnung für alle Blüten. Und jetzt noch ganz kurz alle Dogs holen. Und dann hätten wir auch die Zugreise mit Pfiff erfolgreich abgeschlossen. Und können uns dann beim nächsten Mal vermutlich tatsächlich um einen Boss kümmern, oder? Gemauserte Magneten. Ist das dann schon ein Boss-Level? I don't know. Wir werden es herausfinden. Jetzt erstmal Pucci. Wo seid ihr? So, der erste sitzt hier vorne auf dem zweiten Zug. Ist eigentlich kaum zu verfehlen. Der ist so fett im Bild. Den kann man... Den trifft man einfach. So, dann schauen wir uns mal um. Ich kann mir vorstellen, dass sich der nächste hier irgendwo befindet. Vielleicht hinten irgendwo. Ich denke, ja, ich sehe ihn auch schon. Sehr schön. Wir müssen immer noch das Zeitlimit beachten, ne? Klar, in einem Level wie diesen ist das natürlich, sage ich mal, alles ein bisschen, ein Ticken einfacher. Wo ist jetzt Pucci hin? Wo ist der Hund hin? Da chillt er. So, komm her, mein Freund. Ich hab nicht ewig Zeit. So, und der letzte chillt da hinten, ne? Auf dem Felsen, ne? Und das müsste jetzt, glaube ich, sogar schon relativ kurz vor dem Ziel sein. Also ich habe wirklich nicht viel getrödelt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob es reicht. Und es reicht. Da ist der große Hund. Und damit haben wir auch die Zugreise mit Pfiff erfolgreich zu 100% abgeschlossen. Natürlich, die Souvenirs müssen wir noch sammeln. Aber da wir immer noch ein bisschen mit Backtracking beschäftigt sind, können wir da noch nicht weltenaktuell hier agieren. Beim nächsten Mal werden wir dann vermutlich vom Los-Losland alle Souvenirs sammeln und dann auch dieses zu 100% abgeschlossen haben. Und dann können wir beim nächsten Mal das letzte Level hier aus dem Pappkarton, aus der Pappkartonkuppe machen und dann sogar noch die Pappkartonkuppe selber zu 100% komplettieren. Weil dann haben wir auch, man sieht es hier wunderschön auf der Overworld, bei jeder Welt, die wir bisher bereist haben, einen diese wunderschönen Blüten, ne? So, und ich sehe auch schon, dass hier noch gar kein Boss auf uns wartet. Der erste Boss wird vermutlich erst in der nächsten Welt auf uns warten, weil da ist dann der erste, ich glaube, Traumjuwel heißen die? Ich habe es wieder voll vergessen. Egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.